So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und ich möchte euch mal was zeigen, was ich entdeckt habe, das fand ich total toll, ich war nämlich einkaufen im Rewe Zender und hab mir gedacht, ihr kennt ja alle die ganz normalen Schoko-Adventskalender, ihr kennt irgendwelche Lind-Adventskalender, die es immer übertreiben müssen, ihr kennt die Barbie-Adventskalender, wo dir die ganze Scheiße entgegenkommt, wenn du die Tür aufmachst und dann habe ich gesehen, es gibt einen Tee-Adventskalender. Wir trinken in den Streams immer Tee. Und das ist eigentlich nur diese kleine Packung, die einfach aussieht wie ein ganz normales Päckchen Tee. Steht aber drauf, Goldmännchen-Tee Adventskalender. Mit 25 Teesorten. Das ist so klein und handlich und eigentlich so genial zwischen den ganzen Adventskalenders, die es gibt. Finde ich, ist das mal was, was genial ist. Jeden Tag dir einen warmen Tee machen, jeden Tag frühs genießen, den Geschmack, dieses Erleben. 25 verschiedene Sorten. Eigentlich sind es ja 24 Tage, 25 Sorten. Das ist ja schon genauso Heuchelei wie der Barbie-Adventskalender. Der hat nämlich auch 25 Türchen statt 24. Und beim ersten kommt dir gleich die Puppe ins Face gesprungen. Keine Ahnung, warum die sowas machen. Was für eine eklige Gesellschaft. Auf jeden Fall ist das hier der, nicht der Barbie, aber der Goldmännchen-Tee-Adventskalender. Ihr habt hier einen super Pappschuber sogar drum. Ihr habt den Schneemann drauf. Ihr habt das Bild nochmal so drauf auch mit dem Schneemann. Ihr habt hier oben nochmal den Schneemann abgebildet, was ich richtig cool finde. Wenn ihr das rauszieht, dann könnt ihr das hier ein bisschen so aufklappen und könnt diese Packung, wo der Tee drin ist, hinstellen und habt einen Aufsteller, einen Schneemann-Aufsteller, der so im Regal auf dem Tisch noch als Deko fungieren kann. Richtig genial. Gleichzeitig habt ihr auch noch hier ein Gedicht draufstehen für den Schneemann. Ich lese es euch mal vor. Steh, Schneemann, steh. Und bist du auch von Schnee, so bist du doch ein ganzer Mann, hast Kopf und Leib und Arme dran und hast ein Kleid so weiß und rein. Sein Seidenzeug kann weißer sein. Verdammt, schon wieder verloren. Kein Seidenzeug. Kein Seidenzeug kann weißer sein. Und stehst so stolz und fest und breit, als wäre es für die Ewigkeit. Steh, Schneemann, steh, wenn ich dich recht besehe. So fehlt dir nichts auf dieser Welt, du hungerst nicht, sorgst nicht um Geld. Ich glaub auch, dass dich gar nichts rührt. Und wenn es Stein und Beine friert, der Frost, der andere klappern lässt, der macht dich erst recht hart und fest. Wir drehen das um und haben auf der anderen Seite noch. Steh, Schneemann, steh, die Sonne kommt, juche. Jetzt wirst du erst recht lustig sein. Was ist denn das, was fällt dir ein? Du leckst und frierst ohne Unterlass. O Schneemann, Schneemann, was ist das? Das schöne warme Sonnenlicht, der Menschenlust erträgst du nicht. Jetzt wird's dramatisch. Weh, Schneemann, weh. Du bist doch nichts als Schnee. Dein Kopf war dick, doch nichts darin. Dein Leib war groß, kein Herz darin. Und das, was andere fröhlich macht, hat dir, du Wicht, nur Leid gebracht. Ich glaub, manch Menschenkind ist gerade so wie du gesinnt. Schnee, nichts als Schnee. Ein Gedicht von Robert Reinig. So, die Kamera ist auch schon deprimiert runtergefahren. Das ist doch herrlich, oder? Vielleicht sind da sogar verschiedene Dings drauf. Nein, ich glaube, das ist immer dasselbe. Und dann habt ihr natürlich, was ihr ja wissen wollt, ist, was sind denn da überhaupt für Sorten drin? Da ist drin, ich lese nicht, was das genau ist, nur die Bezeichnung. Türchen Nummer 1, Winterparadies. Dann Türchen 2, C-Früchtchen. 3, Yoga, Veda, Humor. 4, Bärenschlitten. 5, Ingwer, Lemon. 6, Kräuterparty. 7 Chai, 8 Superfruits, 9 Hugge, 10 Jägertee, 11 Kräuterchen Frost, 12 Superfruits. Hä? Ja gut, das eine war mit Mango Maracuja und das ist mit Granatapfel Acai. Dann auf jeden Fall Yoga Veda Glück,
14 Winterfreude, 15 Jupp-Jupp-Tee, 16 Gletscher, 17 Alpengipfel, 18 Früchteparty, 19 wilde Kräuter, 20 Maracuja mit Pfirsich, total, 21 Birne Vanille, also einfach keine Bezeichnungen mehr, 22 Wintertee, 23 Halali, 24 Schei. Was ist jetzt die 25? Wir machen es jetzt mal hier auf. Hier ist ein Nippus. Den reißen wir jetzt mal hier hoch. Und dann, ja, wie geht's denn weiter? Verstehe ich nicht. Das geht hier doch gar nicht weiter auf. Ich will auch die Pappe hier nicht kaputt machen. Wir haben hier links und rechts was zum... Mann, ich geh mal den Tee auf. Ich mach den jetzt einfach hier hinten auf, mir egal. Ist auch falsch. Ah, stehe ich nicht. Ach, ich bin bescheuert. Der Nippus hier, der ist dafür, dass ihr das vielleicht so hinhängen könnt noch. An die Wand, genau. Dann könnt ihr den Schneemann an die Wand hängen. Denn die Öffnung ist ja hier drüben, die breite Seite. Oh, jetzt habe ich den natürlich kaputt gemacht. Und guckt euch doch mal an, wie farbenfroh das hier drin ist. Sind die auch alle so beschriftet? 31? Stehe ich nicht. Jetzt gibt es 31 Türchen. Hä? Was steht hier? 1, genau. Da habt ihr auf jedem Tütchen, ihr habt da eine Zahl drauf. Das ist die 1. Das ist die 2. Dann habt ihr die 3. Ihr habt die 4, ihr habt die 5 und dann gehen die Farben wieder von vorne los. Ihr habt also 5 verschiedene Farben, die immer so durchwechseln. Nach der 24, ja, kommen die 31. Das heißt, das ist ein Silvestertee, der da noch mit drin ist, oder wie? Jetzt habe ich den natürlich kaputt gemacht, weil ich komplett bescheuert bin. Oh Mann, jetzt geht er nicht mehr hier rein. Warum? Tee, Juche, was ist los? So, tun wir das mal so aus Spaß wieder zusammen machen. Der Schneemann ist auf jeden Fall immer noch so da. Wir tun das schnell wieder hier rein. Im Endeffekt trinkt man eh den Tee leer und dann wird die Packung eh weggefeuert. So sind sie nämlich, die Deutschen. Und dann würde ich sagen, ja... Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist der Tee-Adventskalender. Den habe ich im Rewe gesehen. Da war so ein Aufsteller, da war der mit drauf. Vielleicht seht ihr den auch irgendwo. Goldmännchen-Tee, Adventskalender mit 25 Teesorten. Wer jetzt aber dachte, dass das mein Adventskalender ist und ihr jeden Tag ein Tütchen Tee bekommt, der liegt komplett falsch. Der richtige Adventskalender, das steht nämlich hier. Also nicht das, das ist da die Schatz, hallo. Nein, der richtige Adventskalender ist natürlich schon angekommen, nämlich der Beer-Tasting Adventskalender. Und der wurde diesmal gesponsert. Ich trinke jedes Jahr seit drei Jahren, ich habe schon 3 leere dastehen, immer den Bier-Adventskalender von Kalea. Mach jeden Tag mein Türchen frühs auf. Teste mein Bierchen, bewerte das Etikett, bewerte die Farbe, bewerte Schaum, bewerte den Geschmack. Das finde ich richtig cool, dieses Bewertungsprinzip. Passt auch trotzdem gut zum Kanal. Und vielleicht hätte ich dieses Jahr ausgesetzt und mal einen Tee-Adventskalender gemacht. So werde ich den Tee einfach so trinken und wieder den Bier-Adventskalender bringen. Ab 1. Dezember, ja, ab 1. Dezember jeden Tag ein Türchen vom Bier-Adventskalender. Wer auch einen hat, der kann ja mit vergleichen. Der wurde mit diesmal gesponsert, hat eine Zuschauerin gesagt, ob ich schon einen Kalender habe. Sie würde mir gern einen besorgen, weil ich das bis jetzt jedes Jahr gemacht habe und sie auch immer einen haben. Für ihren Mann besorgt sie auch immer einen und sie möchte mir auch einen besorgen. Und das ist diesmal nicht der normale internationale oder nationale, das ist diesmal die Bad Santa Edition. Was genau das aber ist, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also, es wird wieder... Bier-Adventskalender geben und natürlich Adi-Schatz-Adventskalender. Aber trotzdem finde ich das hier richtig genial, richtig cool. Wenn ich jetzt keinen gehabt hätte,
hätte ich es mal ausprobiert, weil wir in den Streams ja auch oft Tee trinken, einfach diesen Tee-Adventskalender nehmen. So, ich nehme das letzte einfach als Thumbnail fertig. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr für einen Eventkalender? Was habt ihr für einen Adventskalender dieses Jahr? Habt ihr normal Schokolade? Habt ihr irgendwas mit Socken drin? Pupsi habe ich zum Beispiel einen geschenkt. Das sind jeden Tag ein paar Socken drin von Snoopy und den Peanuts und so. Ganz klein und süß, ne, damit die keine kalten Füßchen kriegt. Was habt ihr für einen Adventskalender? Hat einer einen mit Chilisoßen? Hat einer einen mit Kinderüberraschungseiern? Oder was schenkt ihr euren Kindern? Oder was schenkt ihr euren Partnern? Was schenkt ihr euch selbst? Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das Video muss noch vom ersten raus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.